So, Stellaris. Wir haben unsere Kriegsphilosophie ein bisschen geändert, weil wir uns momentan nicht ausbreiten können. Wir haben das Nebenwiederherstellungsprogramm gemacht, was ziemlich cool ist, weil damit sollten wir auch tote Welten wiederbeleben können. Und wir haben hier so ein paar Stück, aber die sind nicht ganz so, naja, nicht ganz so groß. 14 immerhin. Haben wir noch einen? 23, der ist cool, den will ich haben. So. Aber, wir sind noch dabei, neue Verbündete zu holen für den guten Penner hier oben. Allerdings ist es gar nicht mehr so einfach, sich Verbündete anzueignen, denn die meisten haben irgendwie irgendwas gegen mich. Vor allem die Baldur's League hat das gegen mich. Vor allem wird es immer weniger. Beiderseitige Bedrohung, ja, die gibt es irgendwie immer noch. Meistens liegt es aber daran, weil ich jetzt mit einer Verbündeten rivalisiert bin. Das heißt, wir können diese Rivalisierung mal sein lassen. Was ist denn jetzt los? Unsere Weltraum-Scan-Matrix auf Messiah Prime hat eine alarmierende Entdeckung gemacht. Ein großer Asteroid befindet sich auf direktem Kollisionskurs mit dem Planeten. Ein Einschlag auf der Oberfläche hätte klärende Folgen. Das wird uns zerstört werden, bevor es zu spät ist. Situation log updated. Okay. Ach, das ist sogar das Asteroid. Sehr interessant. Wie scheiße denn der so? Der Raumhafen knüppelt auch drauf. Ja, die Frage ist halt, wie schnell ist der? Wir schicken mal die beiden Schlachtschiffe, die sollten eigentlich reichen dafür. Ich glaube, die Station macht das alleine, ne? Interessantes Event, vor allem, dass es auch stimmt. Aber ich glaube, die Raumstation macht das alleine. Hostile Fleet engaged. Abgesehen davon sind jetzt auch dabei und ja, jetzt kommen die neuen Lanzen erstmal ins Spiel. Und die knüppeln da schon ein bisschen was weg. Der Asteroid, der auf dem Kollisionskreuz mit Messiah Prime befand, wurde vernichtet. Die Bürger auf dem Planeten, deren Untergang abgewendet werden konnte, fallen und jubeln auf den Straßen. Ein Scan der verbleibenden Asteroidenfragmente hat außerdem ergeben, dass er größtenteils aus wertvollen Mineralien bestand. Wir haben so viel von gesammelt, wie wir konnten. Nice. Das war doch mal schön. Ja, dann verziehe ich mal wieder hier hoch. Ach ja, ich wollte, glaube ich, gucken. Ich habe ja, glaube ich, einen rivalisiert, den sich jetzt Verbündeten geholt hat. Die Frage ist, wer ist denn das? Du, ne? Wählen wir mal die Rivalität. Aber ich möchte eigentlich mit den Guten hier ein bisschen plus kommen. Mit zwei weiteren. Hab ich eigentlich rivalisiert? Nein. Rivalisiert? Ja, weg damit. Hat jetzt eh keinen großen Sinn mehr. Abgesehen davon gibt mir sie kaum Plus. Nee, wen haben wir noch rivalisiert? Dich, ne? Ja. So. Wenn wir die Rivalisierung, die bringen mir eh kaum Plus. Und damit kann ich in die Föderation einladen. Damit haben wir sie mit zu dritt. Sehr schön. Das ist noch nicht schlecht, weil die Baldur's League wollte ich auf jeden Fall in dieser Föderation mit dabei haben. Jetzt haben wir schon mal drei Mitglieder. Das ist schon mal gut. Das heißt, wir tun uns da weiterhin nach und nach ausdehnen. Aber trotzdem will ich keine Migrationsverträge mit euch haben. Gut, dann beenden wir die Rivalitäten. Lassen erstmal die Eroberung sein. Wir können es eh nicht weiter ausbreiten momentan. Unser allererstes Anliegen sollte es sein, gegen diese große Bedrohung im Norden zurechtzukommen. Das heißt, so viel wie aufrüsten, 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 Verbündete suchen. Wir haben zwei ganz ordentlich Verbündete jetzt bekommen. Ordentlich im Sinne von, naja, in Sachen Schiffen sind sie nicht ganz so stark. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass sie durchaus ihren Beitrag leisten können. So, wir werden bis zum jetzt aufgeschnürt. Ich glaube, das zählt nur für mich. Das heißt, wenn ich alle Verbündete flott zusammenfügen soll, sollte ich da, glaube ich, so ungefähr in seine Anzahl reinkommen. Allerdings gibt es halt keine weiteren, die in meine Föderation erstmal rein möchten. Außer die Hierarchie möchte aus irgendwelchen Gründen. Ich würde gerne hinzufügen. Oh, die Hierarchie mag mich sogar mittlerweile.
Trotzdem will er nicht, aufgrund der unterschiedlichen Kriegsphilosophie. Also möchte ich noch einmal runterrudern mit der Kriegsphilosophie, aber das will ich eigentlich nicht. Befreiungskriege sollten dann schon erlaubt sein, denke ich mal. Er will nach wie vor nicht, einfach nur aufgrund der Entfernung. Und alle weiteren haben, glaube ich, kein Interesse, ne? Minus 1000, auch wenn ich da keine 1000 zurechtlese. Achso, weil einer für Nein stimmt. Oh, das gibt auch die Fresse. Ich habe zwar nicht genau gesehen. Ah, den da. Den Spy und State. Oh Gott, will der hier wirklich hier sehr gegenseitig prügeln? Seid ihr so bescheuert? Prügeln wir uns mal gegenseitig, anstatt uns auf den Großen einzulasern, ne? So, ich schaue es mit der Föderation aus. Das müsste eigentlich auch dort ordentlich jetzt weniger geworden sein. Also im Norden sind weniger, im Süden sind mehr. Aber die machen nicht viel. So, den filmen wir hinzu. Und 76, ich würde sagen, vier Schiffe können wir theoretisch noch bauen. Und dann würde ich auch sagen, sind wir Maximum angekommen, was, man, was ich mir auch selber zutrauen würde. Okay. Wobei, ich kann ja trotzdem Androiden setzen, ich würde sowieso bei Androiden bauen. Alpha Centauri, wie schaut es denn so mittlerweile aus? Ganz gut. Da ich jetzt aber auch sowieso nicht mich mehr ausbreite und nach Koloniewelten erstmal sein lasse, habe ich eine gute Idee, was wir machen können. Das Studium Suprafluierter Materialien verspricht Quantenmechanik mit den fundamentalen Interaktionen mit der Schwerkraft verbinden zu können. Alter, es gibt Worte, die sind total bescheuert. Wir können die Mineralienproduktion 5% steigern allgemein, das ist ja gar nicht mehr so verkehrt. Und der ganze Rest hier ist so eine Sache, die beruhigt nicht. Immer die Feldproduktion der Mineralien. So, was ich sagen wollte, was wir machen könnten, wir könnten den hier mal erweitern. Damit ich da mal ordentlich anderen Scheiß mehr ausziehen kann. Ach ja, stimmt ja. Dadurch haben wir jetzt ja hier einiges an Plusprogramm. Das heißt, wir können hier ordentlich was ausbauen. Den da. Da ist nix, aber hier bestimmt, ne? Oh ja. Eine Runde Erweiterung. Hat doch genau gepasst von den Mineralien her. Nett. Okay, einen neuen Verbündeten. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Was hast du eigentlich für eine Art von Schiffen, mein Freund? Vor allem, wo ist dein Hauptflotte und wie stark ist die? Das ist jetzt nicht nur kleine Schiffschips und ich möchte eigentlich nicht glauben, dass das alles ist, was du hast mit 1,5. Okay, das ist auch nochmal 1,5. Aber wo ist deine große Flotte, Alter? Du wirst aber eine große haben. Ah, da ist die. Warum da? Oh, etwa 30.000 Schiffe hat er. Was hat er für Einheiten? Er nutzt Laser. Ah, okay. Immerhin Gamma-Laser. Und Hyperantrieb. Hm? Naja, okay. Soweit alles in Ordnung. Okay, eine kleine Hierarchie ist das. Wow, ich will das Defizit kommen gebrochen. Seit wann denn? Ob ich zu lügen? Hier war nichts mehr, was wir machen können erstmal, ne? Aber man sieht, die mögen mich mittlerweile richtig gut. Fast 67%. Ja, ich würde mal ganz spontan sagen, da haben wir ordentlich was richtig gemacht mit der Politik. Einen Großplaneten haben wir nicht richtig, ne? Ne, nur 14er, 12er, 12er, 11er. Hier vielleicht irgendwas Großes?
Ach, ne, es sind nur so Pustplaneten, die noch bei mir sind. Nahtschwert mit 17 habe ich hier noch. Bei mir ist, glaube ich, noch ein bisschen was Großes, ne? Vor allem das hier, ja. Dann würde ich den Sektor hier mal erweitern und hier noch zwei hinsetzen. Eine arktische und eine kontinentale Welt. Vor allem arktisch mal wieder, ne? Mehr Androidenpumpen und so weiter. Ja, Lombidos sollten wir uns auf jeden Fall holen. Das sind zwei sehr, sehr große Planeten. Dann kann ich den gesamten Norden hier dem Sektor hinzufügen. Der ist dann zwar ein bisschen riesig. Im Vergleich zu ihm hier. Oder ich füge es dem hier hinzu. Da kann man machen, wie wir wollen. Wie schaut es mit der Föderationsphase aus? Wird die eigentlich noch erweitert? Ja, mit Einzelschiffen. Ich meine, ich habe nur 7 Schlachtschiffe gebaut. Okay, ist auch nur. Aber er baute nur Kleinkram. Boy, ich habe 6,8k hinzugefügt. Was ist jetzt hinzugefügt, dass ich mal 1k? Die 500. Weißt schon, was da dein Nachbar ist, ne? Dass der irgendwann wieder auf die Kacke hauen wird? Das ist dir hoffentlich bewusst. Also mir ist es bewusst. Ich mach was dagegen. Oder ich versuche was dagegen. Aber die da oben haben die wohl die Gefahr nicht ganz so begriffen. Aber okay, immerhin haben wir ein starkes Bündnis hier. Also gut, ein Viertel des gesamten Galaxien mal zum Bündnis. Aber es will kein weiterer kommen, ist das Problem. Vor allem, weil die meisten noch einfach zu weit weg sind. Construction complete. Was eigentlich das größte Problem ist, sie sind zu weit weg. Also ich bräuchte eigentlich einen Klaven in deren Gebiete, aber naja. Construction complete. Das haben wir sowieso erstmal gekillt. Ach du heilige Scheiße. Das habe ich befürchtet, aber das ist mir auch egal. Wir brauchen erstmal Mineralien. Weil wir können ruhig mal einfach den hier machen. Erstmal die ganzen Gebäude, die mir natürlich Ressourcen geben. So, und dann würde ich sagen, wir gehen auch Richtung Ingenieurlabore. Wenn mir da die Forschung ein bisschen fehlt. Gut. Der Planet wird erstmal ordentlich ausgebaut. Ein inaktives Gebäude. Wipp, wipp, wipp. Momentchen. Da werden Androiden hergestellt. So, den können wir nochmal erweitern. Da hat er gut auch ein bisschen Arbeit, wenn er da erscheint. Der Sirius Prime ist dann ausgezogen. Ah, interessant. Und die können wir auch nochmal erweitern. Na, immer her damit. Immer her damit. Okay, die Flotte ist eingetroffen. Wir haben 70 Schlachtschiffe mittlerweile. Und eine Kampfstärke von fast 70k. Not bad. Also wenn man sich mal so ein bisschen die Statistik anguckt, ich glaube, ich habe mitunter die stärkste Flotte, die es so gibt. Aber wenn man jetzt von ihm wieder absieht, versteht sich, ne? Aber ich glaube, es gibt keine andere Nation, die mehr hat wie ich. Nicht mal die Hierarchie. Nee, die Hierarchie nämlich weniger. Die Hierarchie will aber wieder auch nicht mitmachen. Aber die Hierarchie könnte mitmachen, weil meine anderen beiden Boys dazu ja sagen würden. Problem ist aber, dazu muss ich meine Kisos hier nochmal verändern. Und naja, 213 Leute mögen das nicht. Insofern lassen wir es da einfach mal, wie es ist. Kann man hier vielleicht irgendwas machen, um meine Zufriedenheit ein bisschen zu steigern? Können die Lohnoptimierung machen, wenn ich es notwendig habe. Ja, sehr schön. Wir können es auch sein lassen. Was machen so die anderen Planeten eigentlich mittlerweile? Haben die wieder Stress oder so? Oder haben sie wieder, ja, der baut hier weiter fleißig? Kriegst du auch was? Die haben das Bauen ziemlich eingestellt.
Okay. Forschung? Wir machen Fortschritte. Wir müssen Glück kriegen wir sogar hin, weil wir eben schneller machen. Aber die Sagans haben das Kämpfen so ziemlich eingestellt. Ich weiß nicht warum, aber mir schwant es, wenn ich die angreifen will. In meinen Augen machen die Sagans da ihre Sachen und naja. Mir mag das nicht so gefallen, weil irgendwie erwarte ich, dass er mit einem großen Knallball wiederkommt. Irgendwie lesen sie fast immer wieder die Handvoll League of States. Oh, er hat eine Handvoll States. Du willst nicht, weil... Ja, Entfernung. Wegen der Basis. Aber es würden die anderen auch annehmen. Aber weitere nicht. Die anderen sind hier zu kriegerisch anscheinend und zu weit weg einfach. Da ist es mich so um die Union hier zu kümmern, also da bin ich das nein. Die sind mir zu klein für so einen Scheiß. Ganz ehrlich. Ja, Spurt, wir warten. Wir können hier natürlich angreifen. Klar, können wir machen. Problem ist nur, keiner will es. Scheinbar, das will ich machen. Ihn vasalisieren. Geht das? Geht leider nicht. Ach, schade. Dann würde ich sagen, wir befreien die Planeten. Das würden die auch mitmachen. Aber ich einen Offensivkrieg gegen den, das ist so eine Sache. Man muss es schon ein bisschen hier tief in die Hegemonie reindrücken, wenn ich das mache. Weil, wie ich schon sagte, die brauchen alle unsere Flotten dafür. Und unsere Flotten meiner Boys sind nicht so riesig wie meiner. Weil der Gute hier, wenn es hochkommt, aber bei ihr dann eine 11k-Flotte. Also wenn es hochkommt, hat der Gute auf 30k. Na, vielleicht. Das heißt, sagen wir so um die 130k ungefähr. Das ist schon einiges. Aber ob es ihnen reicht, ist eine andere Sache. Wenn es nicht reicht, sind wir gefickt. Abgesehen davon, warum? Ich könnte einfach sagen, guck mal, was vor mir ist, bevor ich gekillt werde. Könnte ich sagen. Ich weiß ja, was passiert, wenn die gekillt werden. Dann stehe ich ja ganz alleine. Das will ich eigentlich auch nicht. Wir können das Gebäude ein bisschen verbessern. Wenn ich es dann verbessern will... 110. So einiges. Haben die Preise erhöht? Das kommt mir gar nicht so viel vor. Na gut, der muss erstmal hier ordentlich erweitern, das dauert. Und das ist interessant, wie alles androidisch wird hier. Okay. Nochmal in die Planetenstatistik reingucken. Hat er wieder ausgegeben? Ja, er gibt regelmäßig aus. Das muss man mir lassen. Dann gib mir mal eine größere Ladung. So. Bau mal brav aus, mein Freund. Ja, wir warten auf die Technologien. Und ansonsten... Ausbreiten geht nicht mehr so richtig, wobei, wie gesagt, wir haben jetzt halt zwei potenziell Planeten, die ich mir gerne holen möchte. Das muss ich aber den südlichen Sektor irgendjemanden geben und der ist mir eigentlich schon mittlerweile groß genug geworden. Wenn dann... Oh, er ist auch relativ groß. Wir können einfach einen neuen Sektor herstellen. Aber das ist auch doof, wenn ich einen neuen da hinsetze. Der Expansionsplaner. Immer sehr interessantes Ding. Fraktion, lass mal sehen. Ja, 100 Mine, miese. Das ist eigentlich ziemlich gleich geblieben. Auch wenn hier mal richtig viele hinzukommen. Aber die machen nichts. Immerhin. Ne, man sieht ja auch an der Aktion. Es gibt nicht sehr viele, die wirklich was machen wollen. Es gibt viele, die, naja, die haben halt was gegen mich. Oder die sind nicht ganz zufrieden, aber die machen nichts. Das ist ein bisschen so wie die Deutschen so ungefähr, ne? Ja, wir mögen die Merkel nicht, aber wirklich was gegen sie tun, tun wir nicht. Das ist sehr interessant, wenn man sich das genau anguckt. Der Max sein, weil der Deutsche ist halt kein Revolutionär. Wir merken aber in den nächsten Wahlen ein Jahr, wie bescheuert der Deutsche wirklich ist. Wir mögen die Merkel nicht. Wir sind absolut unzufrieden mit ihrer Politik. Und trotzdem wird sie wiedergewählt.
Merkst du was? Gibt ja unzählige Theorien, warum das so ist. Meine ist ganz einfach, dass die, wie sagt man so schön, die Altersgruppe der CDU, naja, größtenteils über 60 ist. Um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja, den guten gibt es ja auch noch. Den können wir ja echt, den können wir mal heftig ausbauen. Aber okay, lassen wir es erstmal sein. Zeit ist noch knapp und ich will ja nicht die Forschung durchbringen. Vor allem will ich gerne wissen, was das da genau ist. Ich meine wirklich, es geht darum, tote Welten wieder zu beleben. Aber mal schauen. Ja, und Sagan macht nichts. Sagan hängt da rum. Wir können ihn beleidigen. Ja, wenn ich Sagan beleidige, weiß ich ganz genau, was passiert. Was bist denn du für ein Typ eigentlich? Nomadisch, geringe Vorfahrenstufe, Anpassung an Tundra-Wellen. Irgendwie kommt mir jetzt viel ein bisschen bekannt vor aus irgendeinem Star Wars-Film, aber ich weiß auch nicht. Von wo. Ja, Baukosten der Schiffe sind 15%. Go fuck yourself. Immerhin hat er den Scheiß ausgebaut. Jetzt ist es schon fast eine bedrohliche Flotte. Eine Korvette hat er hinzugefügt. Wie süß. Ich sag's nochmal gerne dazu. Ich habe 7 Schlachtschiffe hinzugefügt. Du baust eine Korvette rein. Aber ja, ansonsten würde ich spontan sagen, wenn wir diese Bedrohung, naja, bekämpft haben, das heißt, wenn wir sie besiegt haben oder eben nicht, denke ich mal ganz spontan, das geht nochmal? So ein Milch wird es ein bisschen dreist, kann das sein? So ein Milch habe ich zu viel Ingenieursstärke und wie viel sozial, wo ich eigentlich dachte, das habe ich eine ausreichende Menge. Ah, okay, wie gesagt, wir werden gegen die Sagans Krieg führen, das ist sicher. Die Frage ist halt, ob wir gewinnen oder verlieren. Aber spontan würde ich sagen, wenn das mit den Sagans hier vorbei ist, beenden wir, glaube ich, auch das Display. Ich habe euch eine Menge gezeigt. Und wie gesagt, es kam eine Menge DLCs noch dazwischen, die mir das Spiel ein bisschen kaputt gemacht haben. Und ich denke mal, das ist auch ein guter Abschluss. Wir haben uns ganz weit ausgebreitet, denke ich mal. Also man kann nicht sagen, ich habe nichts getan. Ich wollte weitermachen, ja, dann kamen halt die Sagans und die sind halt stärker mittlerweile geworden. Also stärker als diese früher waren. Also wie gesagt, ich hatte ja mal das gehabt mit den, mit der Scourge. Die gegen Fallen Empire Krieg geführt haben, das Fallen Empire die quasi besiegt hat. Und dann dachte ich mir so, ja gut, jetzt sind es eigentlich keine wirkliche Bedrohung mehr für die Galaxie. Die haben auch nichts gegen die getan, bis ich schon vorbeikam, die Reste erledigt habe. Ja, wie gesagt. Ich würde gerne noch das mit den Androiden auslösen, wenn es möglich ist, aber wenn es nicht bis dahin kommt, dann halt nicht. Aber das ist so die Idee. Das heißt, wir machen noch so lange, bis wir hier den Krieg mit dem beendet haben, in Sigurir da geben. Vorzugsweise in Sieg. Und ja. Dann würde ich auch mal sagen, guck mal dann, was danach als RP kommt, ne? Aber wie gesagt, da ist noch Zukunftsmusik. Es wird ein bisschen dauern, bis ich die Sagans erledigt habe. Die machen auch da nichts. Es sei denn, sie erklären mir jetzt genau den Krieg und dann, ja, haben wir unseren Krieg. Aber es wäre Wunschdenken, wenn sie mich aber angreifen würden. Vor allem, wie gesagt, ich müsste mein Waffensystem irgendwie ausgleichen, aber ich habe keine Ahnung, was sie haben. Kann ich so irgendwie nachgucken, was er so hat? Im Schiffsdesign habe ich denn dafür alle Schiffe drinnen, die es mal gab. Nein, habe ich nicht. Keine Ahnung, was er benutzt. Ich könnte an sich die Jungs hier mal fragen, die müssen es eigentlich genau wissen. Aber naja. Wir sind Rivalen, ich zeig dir nichts. Ja, viel Spaß beim Sterben dann. Wenn ich helfen lässt, Idiot. Research complete. Wir haben Gamma-Laser. Die elektromagnetische Strahlung von Gamma-Lasern ist extrem hochfrequent. Ihr zerstörerisches Potenzial ist im Bereich der Laserwaffen unerreicht. Na, sehr schön, damit haben wir den auch wieder. Dann machen wir den direkt. Will haben.
Wenn ich einen Gamma-Laser machen, um zu gucken, was ich alles habe, aber gut. Neue Mineralien nehme ich immer gerne, vor allem weil ich nicht genau weiß, was es macht. Da kommt die Neugierde. Nein, ich gebe euch keine. Vergesst es. Will nicht. Ich habe schlechte Erfahrungen mit sowas. Research complete. Tech, Klimate, Restoration, Desk. Psi-Krieger? Psionische Pfad. Wir können die ganze Reichweite erweitern. Psi-Krieger. Machen wir doch mal Psionik. So, wir haben jetzt das Klima Restoration Programm. Was so viel bedeutet, wie kann ich hier irgendetwas machen jetzt? Hey, da haben wir es doch, Terraforming. Da stand es drauf. Hoppla. Was ist, wenn ich mir den hier hole und den keine Terraform möchte zu einer Wüstenwelt? 1000. Ah. Zu einer Kontinentalwelt, glaube ich, wenn wir den machen. Do it. Ich dachte, man muss die Dinger bauen, aber okay. Die tote Welt wird jetzt erst einmal umgemodelt. Ich bin sehr gespannt, ob das funktioniert. Und wie das genau funktioniert, das weiß ich selber nicht so genau. Aber es dauert lange. Construction complete. Ich denke mal auch, dass mit den Terraformen müsste doch immer so, naja. Es dauert halt, je nachdem, dass wie groß der Planet ist, was er halt hat und was ich umbauen will. Also eine tote Welt in eine lebende, atmende Welt umzuwandeln, das kennt man als Genesis-Projekt bei Star Trek. Mal gucken, ob es bei mir funktioniert. Da hat es ja nicht so gut funktioniert. Gott, kann ich mir nicht das Referenzen mehr aufhören? Das nervt ja fast schon. Okay, ich bin gespannt, ob es funktioniert. Aber das werden wir diese Partner nicht mehr jetzt rausfinden. Leider nicht. Aber die Psi-Krieger klingen interessant. Geht nämlich um XCOM anscheinend. Da kriegen wir auch ein bisschen was hin. Ja, wir sind auf jeden Fall dabei, uns ein bisschen neu umzusiedeln. Neu auszurichten. Ich hasse auch... Oh, Alter, du gibst aber scheiße aus für deine Kacke. Ja, der gibt richtig was aus. Das gefällt mir auch. Pfeil hört nicht auf damit. Immer wieder Gebäude, die er verballern kann. Oder er weiß, was er damit macht. Vielleicht steckt er sich die Minerei in die Tasche und denkt sich so... Aber das traue ich ihm mal nicht zu. Rein theoretisch können wir vom Pilgrim Prime Sektor auch 100% verlangen. Weil, warum nicht? Soweit ich weiß, ist er ziemlich gut ausgebaut, der Gute. Und das Plus, was er selber macht, kann ich ihm auch geben. Ist auf jeden Fall eh kaum Ausgaben. Überlege ich bis zum nächsten Part. Bis dahin würde ich sagen, sind wir jetzt leider am Ende angekommen. Die Yoshi greift nämlich die Kleinen da unten an. Toll. Ja. Ich würde sagen, das war's erst einmal. Im nächsten Part, wie gesagt, werden wir uns vielleicht ein bisschen weiter aufrüsten. Werden mal gucken, was das hier so bringt. Ich hoffe doch, es könnte ein Erfolg. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.